So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Let's Play Minecraft. Ja, das ist das erste Let's Play Minecraft und das allererste Let's Play auf diesem Kanal, Xmania LP. So, jetzt habe ich aber auch genug Werbung für mich gemacht. Das hier ist Welt 1, habe ich mir einfach mal parat gelegt fürs Let's Play, wie ihr lesen könnt. Ja, wir gehen da einfach mal rein, Doppelklick, sowas. So. So, könnte jetzt ein bisschen decken, weil ich noch ein paar andere Hintergrundprogramme habe. Gerade anhab. Aber an für sich könnte, müsste, dürfte das nicht zu lange dauern. Ja, muss ich aber sagen, da war ich glaube ich schon mal. Ich bin von da oben. Ich kann da mal hoch. Ich muss sagen, die Minecraft-Zombies sind gerade ein bisschen sehr übertrieben. Ich möchte bloß gerade nicht sterben, deshalb gehe ich hier mal rein. Ich mache das hier schnell. Auf F7 ist es übrigens. So. Dann stelle ich das mal schnell ein. Geräusche vielleicht. Was ist das hier? 40%? Ja, das reicht. Die sind sehr leise. Ich sterbe gleich. Ah, ich hab's geschafft. Ja, sind auf jeden Fall genug Bäume. Ist jetzt auch nicht schlecht. Also sagen wir mal so, ist es nicht schlecht. Ich habe hier schon ein paar Sachen. Und wie gesagt, ich habe hier schon ein bisschen angefangen, deshalb weiß ich jetzt gerade nicht. So, jetzt muss ich bloß kurz wieder beruhigen lassen. So. Es generiert sich nämlich noch schnell die Welt ein bisschen. Also nicht generiert, halt. Lädt halt die Welt ein bisschen. Ja, Fraps zieht hier. Ich mache einfach mal eine neue Welt. So. Welt 2. Die Musik im Hintergrund ist übrigens sehr schön. Ja, so, jetzt habe ich einfach angefangen. Jetzt habe ich endlich gar nicht viel geredet. Und das, weil ich ein bisschen... Ach, ich trinke jetzt einfach. Ja, miteinander Aufnahme getrunken. Finde ich gut. Sieht doch nice aus. So, jetzt kann ich ein bisschen was erzählen. Über mich, über die Idee und so. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich mag Minecraft das Spiel an für sich sehr, sehr gerne. Und warum sollte ich es dann nicht mit anderen Leuten teilen? Und ja, also da bin ich jetzt hier und zeige euch einfach mal hier Minecraft. Ihr kennt es, jeder von euch kennt es eigentlich, der hier gerade das Video guckt. Aber ja. Ja. Schnee, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so mal geil. Nö, gar nicht. Im Gegenteil. Wie komme ich denn da jetzt runter? So. Ich möchte natürlich jetzt hier... wir machen hier einfach mal... Nee, da war's nicht. Da. Einfach mal normal, ist gut. So. Dann gehen wir hier einfach mal lang. So, jetzt ist es aber geladen. Aber ich sag's lieber nicht, weil ansonsten gleich fängt es wieder an zu ruckeln. Die Musik ist ein bisschen sehr laut. Also, hier gerade auf meinen Kopfhörern auf jeden Fall. Ja. Ja, was gibt's denn da groß zu labern? Wir müssen, ja, was ich mich vorstelle, ja. Ich bin Xmania LP. Wölfe. Das habe ich extra gemacht, damit ich im Sprung so Zeitlupe und die Wölfe dabei beobachte. Hust, ich gebe gar keine Nachteile, gar nichts zu. Hust. Jetzt muss ich gleich wirklich husten. Kleine Sünden bestraft Gott eben doch sofort. Ja, mein Witzebuch liegt hier gerade gar nicht parat und ich bin trotzdem lustig. Haha. Ja,
Wir suchen uns hier. Hier gibt es auf jeden Fall genug Hundis. Oben seht ihr es ja in der Reis oder Reis Minimap. Am Anfang habt ihr ja gesehen, was alles drin sind für Mods. Da, hier. Ja. Oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall. Ach, ich schreibe euch einfach da mal was zusammen. Ihr könnt es ja sehen. Das Texture Pack übrigens habe ich nicht selbst gemalt, aber habe ich selbst zusammengemischt aus verschiedenen. Wow. Ja, das ist ganz nice. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, da stundenlang zu suchen. Eben hatte ich eine ganz nice, so ganz schöne, aber die habe ich dann irgendwie nicht gespeichert, habe ich gleich gelöscht. Ich weiß nicht warum. Ja. Stellen uns hier mal in den Abgrund, an den Abgrund und machen uns noch eine letzte, also dritte Welt. Wenn uns die auch nicht gefällt, dann spiele ich einfach Welt 1. Neue Welt erstellen. Wir nennen es einfach Welt, auch wenn das schon steht. Neue Welt. Welt 3 müsste es sein. Das passt alles. Neue Welt erstellen. In der Zeit, während es regeneriert. Nein. So. Entschuldigung. Ich habe extra nicht genau ins Mikrofon reingehustet. So, ja. Leckt noch ein bisschen. Ein bisschen. So, jetzt geht's aber hoffentlich wieder. Ich guck mir gerade oben die Minimap an. Muss ich aber sagen, finde ich jetzt auch nicht so genial, die Welt. Ja, hier Mafia 2 erkenne ich sofort vom Ton. Muss ich gar nicht hier rüber gucken auf den zweiten Bildschirm. Ist ein bisschen sehr laut, aber egal. Ich hätte mir dieses YOLO abgewöhnt. YOLO, muss ich ja sagen, ist ein Wort, Jugendwort 2012. Aber das Wort an für sich kann man ja... Ich gehe Welt 1 übrigens, während ich hier rede. So, hier, wir starten hier. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mal in die Kommentare oder so. Ja, wir waren gerade bei diesem Thema YOLO. Ne? Ach, ich spule einfach mal ein Lied vor, aber weil es ein bisschen sehr laut ist hier. So. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aus welchem Spiel das ist. Steht hier auch irgendwie Greenfields of Antalor, aber so heißt nur der Titel, nicht das Spiel. Hier sind auf jeden Fall viele Schweine, aber Sumpf gefällt mir nicht so gut. Aber das, da gehen wir hin. Darüber gehen wir. Ja, da haben wir eigentlich schon das erste Thema. Irgendwie ohne, ungewollt aufgegriffen. Das war dieses YOLO-Thema, was vielleicht manche von euch interessiert. Also ich persönlich habe auch lange Zeit YOLO gesagt. Egal bei was, eigentlich allem, was mir persönlich egal war. Auch wenn, ja, kommst du mit in die Stadt, YOLO. Ist mir eigentlich egal, kann ich machen, aber muss ich aber auch nicht. Aber an für sich bedeutet das Wort das ja gar nicht so. Weil YOLO heißt ja, you only live once. Also, laut meinem Wissen, glaube ich, weil ich habe das in diesem Lied. Das Lied kennen vielleicht. Ich wollte genau in diese Wasserstelle hüpfen. Das Lied kennen vielleicht manche von euch. In Deutschland war es jetzt, als eigentlich kaum jemand im Radio gehört. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber, ja, und das soll halt so viel bedeuten. Ja, es ist eigentlich wirklich was Lebenswichtiges, was dir dann persönlich egal. Ich nehme das hier mal mit. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe, vielleicht komme ich wieder aufs Thema, bloß hier kurz Minecraft, weil ich hatte ja hier die drei Sachen. Wir wollen ja zusammen ins Let's Play starten, deshalb, ja, fast. So. Sorry, rohes Fleisch und Erde. Zuckerrohr haben wir uns schon selbst abgebaut. Und ich überlege mir gerade, weil wir sind ja in normal, also Schwierigkeitsmode normal. Und wir sollten jetzt eigentlich mal
Tiere töten. TT, Tiere töten. Ja, jetzt bleib hier stehen. Ich hab's gerade gar nicht drauf. Ja, wir waren gerade bei dem Thema. Und ja, wirklich was Lebenswichtiges, was einem dann wirklich egal ist. Es ist schwierig zu erklären. Aber es ist Wahnsinn. Ja, es fällt mir jetzt gerade hier so ein. Also, das Thema YOLO können wir eigentlich schon abhaken, weil für sich, ihr wisst ja, was die Bedeutung ist. Also, mir persönlich gefällt das Wort nicht so gut. Komm her. So. Ich komme hier jetzt gerade vor wie die ersten Menschen. Naja, obwohl das erste Menschen und jetzt gleich Entwicklung, bauen wir uns ein Haus, ein Bett, was auch immer. Da war ja die Entwicklung ganz anders bei den Menschen an für sich. Weil, ja, da weiß ich ein bisschen was drüber. Weil, ja, vor allem wenn es jetzt gerade so leckt. So, Entschuldigung. So, Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz geklopft. Glaube ich zumindest, dass es da stand. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Ja, bei den Menschen. Ganz ehrlich, ich habe die Zeitgeschichte jetzt an für sich, so dieses Zeitfenster nicht so ganz vor Augen. Das kann ich euch, könnte ich euch jetzt gerade gar nicht sagen, aber wie alt ist die Erde? 5 Milliarden Jahre? Vielleicht drehen sich gerade irgendwelche Astronomen im Grab um, aber ich denke ich jetzt mal. Ich weiß es, ich bin mir echt nicht sicher. Aber dann von dieser Zeit, bis ich erstmal zwei Bakterien, kennt ihr alles aus Bio, gefunden haben und dann bla bla bla, sich zusammengefunden haben und dann die ersten, ja nicht Bakterien zusammengefunden haben, sondern die ersten Teilchen und ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und dann Dinos und so, alles schön und gut, aber dann, bis sich dann der Mensch entwickelt hat. Es war so eine lange Zeit, dann kam der Mensch, dann, der hat so viele Jahre gelebt, ohne irgendeine Erfindung. Zwar so lange, stellt euch mal vor, von Jesus Geburt bis uns, 2013 Jahre sind, also Jesus wurde dann nicht geboren, das ist klar, ohne in Frage zu stellen. Aber sich das mal vorzustellen, 2013 Jahre ist für uns eine wahnsinnig lange Zeitspanne. Und ja, damals war das ganz normal und da hatten die kaum was. Die hatten meistens noch nicht mal eine Sprache. Ja, vielleicht konnten die sich verständigen, aber noch nicht mal eine Schrift. Und da kam ja so die erste Erfindung, oder erste große Erfindung, hier die Nähnadel. Ach, ich spule nochmal vor. Das wird hier aber echt nicht besser. Das ist doch ganz schön. Ah, Sonnenuntergang. Gehen hier mal so. Ach, Mist. Ich möchte irgendwo hoch, damit wir den Sonnenuntergang sehen können. Also ich würde sagen, hier irgendwo bauen wir uns mitten in den Bäumen. Das finde ich eigentlich ganz schön, so ein Waldhaus. Hier möchte ich mein Dings. Ich stelle bloß kurz für euch die Helligkeit höher. Helligkeit, ja. Ja, nee. Machen wir so auf 50%. Plus 50%. So, nochmal richtig hinsetzen. Fertig. Zurück zum Spielen, ne? So. Und dann, wie gesagt, kam die Nähnadel. Wenn man sich das mal vorstellt, Nähnadel benutzen heutzutage alle möglichen, nicht nur Frauen, auch Männer. Das ist klar. Aber so viele Leute. Und das war damals eigentlich so die erste große Erfindung. Und da kam auch erstmal nichts anderes. Dann, naja, davor oder danach haben die dann auch das Feuer entdeckt und haben, dann kam irgendwann das Rad, auch eine riesige Erfindung. Und dann kam, ja, Römerreich. Da überspringe ich so viele Zeiten, so viele Reiche und was da alles nicht war. Da kam, wie gesagt, das Römerreich. Waren wir so weit entwickelt. Wir hatten Thermen, wir hatten Abflussanlagen, Zivilisation, also und auch Kanalisation. Und Wahnsinn. Dann, ja, kam Mittelalter. Wir sind so zurückgegangen in unsere, ja, Entwicklung. Ich habe jetzt Angst, da hinten war ein Zombie, ne? Habt ihr gesehen?